Porzellan und Keramik haben in China eine jahrtausendelange Tradition. Um dieser Geschichte Rechnung zu tragen, wird im Rahmen der Projektreihe China Begegnung nun die Ausstellung Archiv der Erinnerungen gezeigt. Im Pulverturm hat Mai Xiu Windeliu ihr persönliches Archiv öffentlich gemacht. Die aus Taiwan stammende Künstlerin studiert derzeit an der Hochschule für Künste in Bremen. Wegen des Porzellans ist sie aber überhaupt nach Deutschland gekommen. Ja, das war schon vor über 20 Jahren, dass ich nach Europa gekommen bin und dass ich überhaupt nach Deutschland gekommen bin wegen Rosenthal-Porzellan. Weil damals Rosenthal-Porzellan einfach weltführend war und nicht nur technisch weit voraus als chinesisches Porzellan, sondern auch vor allem, weil Rosenthal, die Firma, sehr viel mit Künstlern gearbeitet hat. Und insofern kann man Kunst mit dem Material Porzellan verbinden und das hat mich sehr fasziniert. Wesentliche Themen ihrer aktuellen Werke sind Unsterblichkeit, Transzendenz und Vergänglichkeit. Die Zahl 49 hat dabei nicht nur in der Ausstellung eine ganz besondere Bedeutung. Ja, ich habe hier im Pulverturm drei Themen gezeigt und meine Hauptwerke haben den Titel 49 Tage Archiv der Erinnerung. Und dann zweite Titel heißt Eine Welt, das ist deutsche Übersetzung, aus Chinesischen heißt Ben Shi Tonggen Shen, das ist ein chinesisches Sprichwort, jeder würde den zweiten Satz dazu sagen können. Und drittes Thema ist Zum Paradies. Und Archiv der Erinnerung 49 Tage, der Begriff 49 Tage kommt von buddhistischer Lehre. Das ist ein Zeitraum, wo nach dem Tod, wo der Verstorbene den Weg suchen muss zum neuen Leben, um wiedergeboren zu werden. Und ich habe meine ersten 49 Tage so gemacht für einen verstorbenen Menschen, und nämlich in der Form von Blätter, wie man das hier sieht, dieses weiße Porzellanblätter. Und da die zweite Arbeit heißt auch 49 Tage Archiv der Erinnerung, und da arbeite ich dann mit ein ganz anderes Material, eben mit Gießharz wegen seiner Transparenz und auch weil die Oberfläche auch den Betrachter immer reflektiert. Und Erinnerung im Päckchen, weil die Chinesen ja den menschlichen Körper als den stinkigen Ledersack bezeichnen. Und so habe ich dann diesen Synonym genommen, die Tasche als leidtragende oder Freude beinhaltende Tasche dargestellt. Deshalb diese 49 Taschen für 49 Tage. Mai Xiu Windeliu arbeitet jedoch nicht nur mit Porzellan und Keramik, sondern bezieht auch andere grenzüberschreitende Materialien mit ein. Weil ich ja relativ wenig Arbeitsthemen habe, und ich versuche damit verschiedene Materialien gerecht zu werden, weil jede 49 Tage sehen anders aus. Und deshalb habe ich mit Porzellan gearbeitet, mit Gießharz. Und dann, um bestimmte Effekte zu erzeugen, wie das Glas, die Glasarbeit, um diese Erscheinung zu erzeugen, habe ich dann Glas genommen oder Aluminium. Eben auch wegen dieses besonderen Materialität, diese glänzende Materialität. Nach vielen nationalen und internationalen Ausstellungen, unter anderem in Frankreich, Österreich, Ägypten und den Niederlanden, ist das Archiv der Erinnerungen vom 19. September bis zum 10. Oktober in Oldenburg zu sehen. Geöffnet hat der Pulverturm freitags von 14 bis 17 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr. Solange du dem Anderssein nicht verzeihen kannst, bist du noch weit ab vom Wege der Weisheit.